Heutiges Thema ist eben kein Wohlfühlthema, sondern es ist Angst. Und das Einzige, was man in 5 Minuten schaffen kann, ist halt eben zu sagen, dass wenn ihr akut was habt, also besonders wenn ihr Selbstmordgedanken habt, das ist eigentlich so der letzte Ding, dann sucht euch wirklich schnellstens Hilfe. Ihr kriegt da auch einen schnelleren Termin, wenn ihr das sagt. Weil, soweit ich das weiß, haben die dann auch eine Prioritätenliste. Wenn Leute suizidal sind, dann kriegen die eben auch einen schnellen Termin, weil das ist dann halt wichtig. Ja. Was man mit Meditation machen kann, ist, wenn ihr dann quasi auf einer etwas akzeptableren Ebene wieder angekommen seid, trotzdem euch mit solchen Gefühlen zu beschäftigen, auch wenn die nicht so angenehm sind. Ihr könnt das, was ihr in diesen Extremgefühlen lernt, Angst, Hass oder ja, Gier, das sind so die 3 Varianten, wenn ihr euch damit richtig beschäftigt, also wenn ihr schafft, mit dem Rain-Prinzip, also erstmal mitkriegen, bei mir ist Angst. So fühlt sich das an. Und da wirklich immer wieder in der Meditation euch zurück hinbewegt, wie fühlt die sich an und dazu einen Abstand entwickelt, dann lernt ihr quasi, was der körperliche Anteil dabei ist, also wie fühlt die sich an. Und im nächsten, wenn ihr wirklich einen Abstand habt, könnt ihr merken, ab wann der Geist quasi dazu eine eigene Geschichte entwickelt und dieses Gefühl, was eigentlich immer abschwächt, also wenn du dieses Gefühl von Angst zum Beispiel hast, dann geht das nach einer bestimmten Zeit weg. Das verliert sein Anregungspotenzial. Das ist physiologisch so. Und wenn der Geist aber dazukommt und quasi so eine Schleife darauf tut, quasi immer wieder den Gedanken kommen lässt, der dieses Gefühl aufwallen lässt, dann hast du so eine Schleife, die sich immer weiter in die Zukunft trägt. Du kommst da nicht mehr raus. Und wenn du das aber bei dir mal siehst, wie das entsteht, dann kann man aus diesen Schleifen austreten, kann wieder den Geist öffnen, kann das hat man eben, das, was man in der Realität im Alltag angehen kann, mit einem etwas gelösteren Geist wirklich bearbeiten und nach abarbeiten, dann nimmt ja quasi der ursprüngliche Angstauslöser verliert immer mehr Boden. Ne? So, das ist der Grund, warum ich Angst habe, das ist der Grund, warum ich habe viel zu viel, und dann nimmt das langsam immer mehr ab, weil du arbeitest das ab. Ne? Und dann bleibt nur noch dieser Affengeist da, der andauernd irgendwie versucht, diese Angst, weil man gewöhnt sich daran. Es gibt Angststörung, ist einfach, weil die faktischen Sachen im Alltag sind alle erledigt, aber diese Schleife läuft noch weiter, immer weiter, weil man nicht gelernt hat, hinzugucken, wie entsteht die. Und quasi zu sagen, oh, du musst dich jetzt nicht mehr aufregen, du musst nicht mehr noch diese Schleife von Angst aufrechterhalten, muss gar nicht sein, es hat sich erledigt, komm, ruhig. Also man lernt enorm viel davon. Und das Gute ist, ihr lernt sehr schnell, weil es ziemlich krasse Gefühle sind, aber das Lustige ist, wenn ihr da durch seid, erstens merkt ihr dann die negativen Sachen viel früher und kommt gar nicht in die Richtung, also euer späteres Leben wird dann einfacher, weil ihr das schon kennt, und in einem späteren Abschnitt ist es so, dass ihr diese Verstärkungseffekte auf die positiven Sachen anwenden könnt, ohne euch darin zu verstricken. Ne? Also Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut. Ne? Warum muss ich mich jetzt nicht aufregen? Muss ich mich jetzt da mit dem Kram beschäftigen, was da auf mich zukommt? Das sind das, was du jetzt schon feststellst. Lohnt sich nicht, habe ich auch gar keine Zeit zu. Ich muss mich hier gerade mit ganz anderen Sachen beschäftigen. Da muss ich mich jetzt nicht mit diesem da beschäftigen. Es wird alles freigeräumt.
Und das kann man kultivieren. Also nicht Gleichgültigkeit. Ne? Also das, was man machen muss, muss man machen. Muss man auch mal ab und zu sagen, dass da greife ich jetzt ein, obwohl es mich vielleicht gar nicht angeht, oder politisch tätig sein, kann man machen. Ne? Also muss nicht zu allem gleichgültig werden, aber gleich Mut. Ne? Also wirklich zu überlegen, jetzt hat mich jemand beleidigt. Ist es schlau, dass ich mich darüber aufrege? Nein. Weil wenn ich mich aufrege, in Aggression komme, kann ich nicht mehr klar denken. Dann ist meine Reaktion darauf schon unsinnig. Wenn ich aber gleichmütig bleibe und vielleicht sogar Liebe kultiviert habe, dann sage ich, der hat auch Probleme. Der hat mich jetzt irgendwie angemacht, so rege ich mich nicht auf. Der hat auch Probleme, irgendwas wird da schon sein. Und dann kommt schon der nächste Punkt, muss ich darauf reagieren? Jetzt hat er mich gerade irgendwie beleidigt und stört mich das irgendwie? Eigentlich nicht. Und das geht eben mit allen negativen Geschichten und das entschlackt das Leben. Das ist das Doofe. Also manchmal ist man in ganz bösen Situationen im Leben und denkt, man kommt da nie wieder raus. Und nachher, wenn man da raus ist, ist es nicht so, dass man darüber lacht. Ja, so nicht. Aber man ist, wie heißt das? Man kommt da eben viel weiser bei raus. Ja. Ist so. Ich kann jetzt noch die Sache mit dem zweiten Pfeil anführen. Also das Leben schießt manchmal irgendwelche Erlebnisse, manche Pfeile, diesen ersten Pfeil auf einen. Das sind Sachen, denen man nicht unbedingt aus dem Weg gehen kann. Die treffen einen. Wie zum Beispiel ein Tod von einem nahen Verwandten, das wird, oder einem Freund. Das passiert jedem. Ne? Kommt man nicht drum rum. Und wenn man den auch gerne mag, dann ist das wirklich wie, man merkt, das tut weh. Ne? Kann man nicht verändern. Ist gestorben, fertig. Aber der zweite Pfeil ist das, was ich draus mache. Andauernd eine Geschichte zu entwickeln. Und da hinzugucken, wie man selber diese Geschichte macht. Das lohnt sich, um da rauszukommen. Ist kein so tolles Thema für heute, aber wir sitzen trotzdem damit rum. Aber dieses Gleichnis mit dem zweiten Pfeil, ich habe es beim Buddha gelesen, aber das ist definitiv älter. Also das ist eine Weisheit, die ein paar tausend Jahre alt ist. Ist halt nur nicht so leicht, das wirklich bei sich zu lernen, weil das Gleichnis mit dem zweiten Pfeil ist vielleicht einsichtig, aber echt interessant wird es erst, wenn man das bei sich mitkriegt. Und das geht nur mit Meditation. Vielleicht machen wir aber trotzdem den Gleichmut heute. Gleichmut auch sich gegen sich selber, mit sich selber. Freundlich mit sich selber werden. Wie immer einrichten, macht es euch bequem im Sitzen.
Also ich benutze jetzt sogar den Atem, um mich etwas abzubremsen. Langsamer, länger ausatmen. Und beim Atmen zu spüren, ob mein Körper entspannt ist. Ob ich das schaffe, noch mehr entspannt zu sitzen. Zuerst ist es gut, wirklich mit dem Körper zu sein, den zu entspannen. Wenn irgendwas wirklich, wirklich eure Aufmerksamkeit fesselt, Gedanken, Geräusche, manchmal auch Körpergefühle, dann ist es manchmal sinnvoll, genau da seine Aufmerksamkeit hinzulenken. Und freundlich, aufmerksam und gelassen mit dem oder bei dem zu sein. Ohne sich in Geschichten zu verlieren.
heute weckt uns der Gong. Entweder stellt ihr euch die Frage, wie lief diese Session, ohne eine Antwort. Oder in Bezug zu unserem heutigen Thema, sucht Trivialitäten, für die ihr heute dankbar sein könnt. Es ist sehr schwer am Anfang, aber ich bin dankbar, dass ich frei atmen kann, dass ich hier sitzen kann. Dass ich meditieren durfte. Eine Teilnehmerin hierher gebeamt. Okay. Ich kann von hier aus sehen, dass im Chat nichts steht. Muss auch nicht. Ihr seid näher. Fällt dir irgendwas ein für heute, für jetzt? Irgendeine Frage? Das ist Gleichmut. Gleichmut? Das ist Gleichmut. Ja. Gute Frage. Ich hätte mir das überhaupt nicht erklären. Also Gelassenheit ist da auf jeden Fall drin. Aber es gibt die Lokadamas, ziemlich heftig. Also das Gewinn und Verlust, Lob und Tadel. Ne? Noch zwei fallen mir jetzt nicht ein. Aber es sind solche Dinger, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann merkt man, das sind die eigentlich wirklich dieses Drama erzeugen. Wir sind hin und zurück, wo ich wirklich merke, da ist sogar körperlich was drin. Ne? Also Lob und Tadel. Ne? Und Gewinn und Verlust auch. Ne? Auf jeden Fall. Und da einen Abstand zu entwickeln, ne, mit dieser Sekunde. Ne? Also du hast ein Gefühl und normalerweise kommt sofort ein Handlungsmuster, sofort. Und hier mit dem, was wir machen, Meditation, kann man schaffen, langsam, steht auch auf der Internetseite, ne, das ist eine ganz, ganz Mini-Pause, die zu kultivieren zwischen Impuls und Reaktion. Also du hast ein Gefühl und normalerweise kommt sofort ein Handlungsmuster und zu sagen, mit dem Rain-Prinzip, das kenne ich, das Gefühl, ich muss aber nicht sofort jetzt mein Handlungsmuster ablaufen lassen, sondern jemand beleidigt dich, Lob und Tadel. Normalerweise ist aufgeregt zu werden und dann kopflos irgendwas zu erwidern. Nun hat sich in meinem Leben immer als falsch herausgestellt, ne, das, was ich darauf erwidert habe, ne, alle Reaktionen, sondern eben erstmal diese kurze Pause zu haben und meistens erstmal mit Freundlichkeit auch mit der Reaktion, also mit sich selber, aber auch mit dem Menschen, der einen beleidigt hat, umzugehen.
Ja. Vielleicht hast du das falsch verstanden. Vielleicht hat er dich in dem Moment gar nicht beleidigen wollen. Ja, sondern du hast das nur aus deiner gerade Sichtweise, verengten Sichtweise quasi in deine eigene Schachtel gepackt. Der wollte mich jetzt beleidigen und das passt da rein. Und wenn du dann öffnest die Situation, einen größeren Kontext anwendest, also mit Freundlichkeit, merkst du vielleicht, der hat dich gar nicht beleidigt, sondern der hat irgendeinen Fakt dargestellt. Also anders das zu sehen und dieses quasi im Leben immer weniger von diesen Wechselfällen hin und her bewegt zu werden, hin und her geschmissen zu werden, sondern einfach gleichmütig das nicht zu ertragen, das nicht, ne? Sondern einfach erstmal gleichmütig zu sein, wenn ein Auto auf dich zukommt, ja, dann musst du schnell reagieren und zur Seite springen. Aber ne, freundlich mit dem Fuchs da hinten zu sein. Das meinte ich gar nicht. Ich finde den nur nett, den Fuchs. Aber halt gleichmütig, also weniger hin und her geworfen zu sein durch das, was im Leben passiert. Gelassener zu sein mit dem, was auf einen zukommt. Und mit Weisheit darauf zu reagieren. Das gehört, glaube ich, alles mit dazu, zu Gleichmut. Wir kennen ihn schon. Das ist kostenlos. Hä? Ja, ich sehe ihn auch. Ja, wir kennen ihn schon. Er ist sehr gelassen. Ja. Der war schon näher. Er war schon mit 20 Leuten im Kreis hier gestanden und dann hat er sich einfach daneben gelegt und hat sich gestreckt. Ja, dann ist er um die Gruppe rumgegangen, ganz langsam. Und dann hat er eine Ledertasche ins Maul genommen, also eine Handtasche, und ist weitergerannt. Ja, aber da hast du jetzt ungefähr so mitgekriegt, was ich zumindest meine, was Gleichmut ist. Ja. Also es ist wirklich, das bei sich selber festzustellen, ist wichtig. Also es ist eins der Themen, die man kultivieren sollte, ja, Gleichmut. Magst du noch was sagen, was fragen? Uh-uh. Schnell nach Hause und Pizza essen. Gleichmut ist wichtig. Also besonders sich selber gegenüber. Also du hast irgendwas, was dir deinen Brustraum verengt und dann einfach zu sagen, das ist ein Gefühl. Ich muss den zweiten Pfeil nicht jetzt auch noch abschießen mit einer Geschichte, der das auch noch verstärkt, sondern einfach zu sagen, da ist jetzt Ärger zum Beispiel und er ist da, Punkt. Dem muss ich nicht folgen. Also sich nicht, also das ist der Affengeist. Ne? Das ist, und dem nicht zu folgen, sondern mit Weisheiten Abstand zu entwickeln, ist ungeheuer wichtig. Danke. Wir können ja anstatt Sadhu, machen wir mal, weil Sadhu heißt nichts anderes als wunderbar. Man kann das auch anders. Ne? So einfach dreimal wunderbar. 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 Weil ja auch das müssen wir kultivieren. Ja. Lasst es euch gut gehen. Bis Sonnabend. Hauptsache, es geht dir gut. Achte auf dich. Sei froh, sei nett zu dir erstmal. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Auch wenn das ein bisschen egoistisch am Anfang einem selber sogar erscheint. Aber es muss dir selber auch gut gehen. Das ist wichtig. Lasst es euch gut gehen.